Liebe Freunde, heute gibt's Musik, viel Musik. Ja, die erste Staffel der Couch-Konzerte ist nun vorbei. Morgen beginnt schon die zweite, die Aufnahmen morgen mit Isabella Effenberg und ihrem Trio, einer großartigen Vibraphonspielerin aus Polen. Aber hier gibt's jetzt zum Nachsehen für alle, die es versäumt haben, eine wunderbare Band, Feuerwerde, die spielen Balkanmusik mit Geige, Gitarre, Kontrabass, Akkordeon und Gesang. Viel Vergnügen. So te quiera.
Wasser mit dir lag. Und du schon nur la di ha, lieder Kind sah, das so war, wenn du dem Land so dick Goyaba Morori Messim Shavu Terno Shavu Messim Tevla Korkoro Naiman Tevla Romigliori Goyaba Morori Willkommen daheim auf eurer Couch. Ich hoffe, ihr habt es euch richtig bequem gemacht. Wobei, ich hoffe nicht allzu sehr, denn wie ihr wisst oder manche von euch kennen uns vielleicht, unsere Musik, die lädt zum Tanzen ein, zum Mitsingen, zum Tanzen, zum Wippen, zu allem, wozu man so Lust hat. Also Couch, ja. Für die schönen, melancholischen und etwas traurigen Lieder, die haben wir auch im Gepäck. Aber eben auch weg mit der Couch und tanzt, was das Zeug hält. Wir sind Feuerwerde und wir freuen uns, für euch heute zu spielen.
Wir haben euch etwas ganz Besonderes mitgebracht. Es ist ein Stück, das dauert nicht sehr lange, ungefähr 90 Sekunden. Und es ist auch gut so, weil allzu lange sollte das nicht weitergehen, dieses Geräusch, das jetzt auf euch zukommt. Es erinnert manche an den letzten Besuch beim Zahnarzt. Ich weiß nicht, wie lange das bei euch her ist, aber jetzt durch Corona dauert es ja auch länger. Deswegen als kleine Erfrischung der Erinnerung, Knarz. Der Name ist Programm. Langsam, Kutsche, damit die Kutsche nicht erschüttert, damit das Herz meines Liebsten nicht erzittert. In seinen schwarzen Augen habe ich mich verloren und nur seine Liebe hält mich am Leben. Lasciam cocir Oia cocine razon Oia babam Dünge sivene Fajon Nincs az uton Se batika Se gyógyszer Se orvos Babám gyógyi Nem a katona orvos. Lassan kocsis, hogy a kocsi ne rázon, hogy a babám gyünge szíve ne fájjon. Nincs az úton se batika, se gyógyszer, se orvos, babám gyógyi. Nem a katona orvos. A szerelem betege. Itt fekete szemmel vagyok megverve. Itt fekete szemmel vagyok megverve, megverve. Nem gyógyít meg, csak a babám szerelme.
vagyok, a szerelem betege. Itt fekete szemmel vagyok megverve, itt fekete szemmel vagyok megverve, megverve. Nem gyógyít meg, csak a babám szerelme. A szerelem betege. Itt fekete szemmel vagyok megverve, itt fekete szemmel vagyok megverve, megverve. Nem gyógyít meg, csak a babám szerelme. Das nächste Stück ist ein sehr, sehr altes bosnisches traditionelles Lied und ich finde es so, so wunderschön. Einerseits von der Melodie her, es ist eine wunderbare Melodie und andererseits auch vom Text. Denn ich habe mir erzählen lassen, also ich kann kein Bosnisch, aber ich habe mir erzählen lassen, dass es in dem Stück um eine alte Männerfreundschaft geht. Also zwei Männer, die sich als Jungen kennengelernt haben, miteinander im Sandkasten gespielt haben, alles Mögliche miteinander veranstaltet haben und dann groß geworden sind. Beide hatten ihre Familien, beide hatten ihr Leben und sie blieben immer freundschaftlich verbunden. Also sie erzählten sich ihre Freuden und ihr Leid und teilten einfach alles miteinander. Und jetzt ist der eine gestorben und der andere bleibt sehr, sehr traurig zurück. Traurig, aber auch sehr, sehr glücklich, dass er so eine Freundschaft in seinem Leben erleben durfte. Put Putuje aus Bosnien. Good.
Ja, jetzt kommen wir zu einer Ost-West-Koproduktion, genauso wie diese Gruppe auch eine Ost-West-Koproduktion ist, nämlich von einem Stück von einem französischen Gitarristen, einem Zeitgenossen von Django Reinhardt, und der hieß Matelot Ferré. Und Matelot Ferré hat mit Django Reinhardt gespielt, hat aber auch gleichzeitig in einer rumänischen Kapelle in Paris auch gespielt und hat da die rumänische Musik kennengelernt und hat dann ein wunderbares Medley geschrieben aus sehr, wahrscheinlich sehr alten Melodien aus Rumänien. Es sind Klezmer-Anklänge dabei. Und das werden wir für Sie spielen. Und Matelot Ferré war ein wahnsinnig guter Gitarrist, und nur ein wahnsinnig guter Gitarrist kann das eben auch spielen. Und deswegen überlasse ich das jetzt dem Sebastian Mare an der Geige. Thank you.
Danke, dass ihr heute für uns spielt. Es geht noch weiter, aber vielleicht kurz ein paar Fragen zwischendrin. Welche Sprachen sprichst du? Also eigentlich spreche ich... Das war ja jetzt Bosnisch, oder? Das war jetzt Bosnisch, ja. Und du hast es praktisch so dem Laute nach gelernt, oder? Molo, ich singe tatsächlich, ich habe es mal gezählt, in 14 verschiedenen Sprachen, aber ich spreche nur eigentlich 2 davon und eine so ein bisschen. Also das heißt Ungarisch natürlich, weil mein Vater Ungar ist und meine Mutter Deutsche. Und so bin ich zweisprachig aufgewachsen. Also Ungarisch ist meine Vatersprache und die liegt mir im Blut, so wie alle meine Lieder, die ich da in dieser Sprache singe. Aber nun kommen aus den Balkanländern einfach so viele Sprachen hinzu. Und ich finde es so fantastisch, weil mit den Sprachen sich auch der Stil der Musik einfach immer wieder ändert. Mhm. Und ich suche mir dann immer, wirklich immer jemanden, der die Sprache, also der aus dem Land kommt, aus Bosnien zum Beispiel eben, und mir genau erzählt, um was es in dem Lied geht und wie man es vor allem ausspricht. Mhm. Gut, da bin ich sicher nicht immer ganz perfekt, aber ich gebe mein Bestes. Aber das ist vielleicht auch gar nicht der Anspruch, den wir haben müssen, dass das total authentisch ist, ja? Sondern wenn man diesen teilweise fremden Kulturen mit Respekt begegnet und sich da reinarbeitet und mit Musikern aus diesen Gegenden spricht oder Sprechern aus diesen Gegenden konversiert, dann ist das, finde ich, ein schöner Austausch und dann darf man das auch dann selber gestalten. Ja. So ist ja auch unsere Band entstanden. Es ist auch ein Austausch. Also wir kommen aus osteuropäischen Ländern und was da heute so politisch passiert, dazu stehen wir zum Teil oder zum großen Teil, zum sehr großen Teil gar nicht und geben aber ein Beispiel, wie es eben anders läuft. Also so ist eben unser Bandleader, der Sebastian, kommt aus Rumänien. Mhm. Unser Bayernist kommt aus Russland, aus Samara. Der Veit hat... Aus Samara? Ah, aus Samara. Ist weit hinten, ja. Also, weit hinten, ja. Und Veit hat tschechische Wurzeln, ich ungarische Wurzeln. Und der einzige Exot in unserer Band ist der Frank. Der Frank Wickermann, der Gitarrist. Urschwabe, der Gitarrist. Aber er darf bei uns mitspielen. Das ist ein toller Brückenschlag. Total. Ja. gelebte Integration. Ich habe einen Film über euch gesehen, so einen kurzen Film, und da hat der Veit was gesagt, das hat mich berührt. Weil du hast gesagt, dein Vater kommt aus dem Sudetenland, heute Tschechien, meiner auch. Okay. Er kam aus Teplice, mein Großvater war Sudetendeutsche, meine Großmutter war eher aus einer tschechischen Familie, Familie Rubesch. Okay. Und wo kamen deine Vorfahren her? Mein Vater kam aus Jägerndorf, das heißt heute Krnov, und ist bei Ostrava, ganz im Nordosten Tschechiens. Ostrava. Genau. Also das ist ja nicht eigentlich jetzt gar nicht so wichtig, wo wer herkommt und wer ist jetzt ein reiner Schwabe, ein reiner Bayer, ein reiner Tscheche oder ein Sudetendeutscher. Das finde ich total unwichtig eigentlich. Trotzdem ist die Frage interessant, finde ich jetzt, wenn wir solche Musik machen, inwiefern hast du diesen vielleicht einen slawischen Charme in deinem Spiel? Ist das vielleicht angeboren? Ist das sozialisiert, weil ihr zu Hause doch irgendwie Tendenz habt, solche Musik zu hören? Oder ist das nur so atmosphärisch, dass man weiß, die Vorfahren kamen da mal her? Was würdest du da sagen? Nee, wir waren schon immer eine Musikerfamilie. Mein Opa war 25 Jahre Konzertmeister des Städteorchesters von Krnov. Und mein Vater ist Geiger auch und mein Bruder ist Geiger. Und so haben wir die Musik auch immer gemacht, die sie damals schon dort gespielt haben. Ah, also ist das schon richtig sozialisiert in die Familie? Genau. In der Familie oft gespielt, aber auch so praktisch ein bisschen vererbt sogar. Genau. Und es war schön, 2013 sind wir da hingefahren und haben da ein Konzert zu Ehren vom Opa gemacht und es war ganz toll dort. Also mit deinem Bruder auch? Mit meinem Bruder, mit meinem Vater. Gregor Hübner, toller Geiger auch. Genau. Das war super schön. Ja. Was hören wir jetzt? Wir hören jetzt ein Stück von euch beiden gespielt. Eine defizitäre Besetzung, nur Kontrabass und Gesang. Ja, ich finde diese Besetzung ganz geil. Ganz genial. Es ist eine Kombination, Molo, aus einem ungarischen, einem sehr alten ungarischen Lied und einem mazedonischen. Musik.
Hey, ha, ha, ha. Hey, ha, ha, ha. Hey. Hey, pavo, hey, pavo, časarni pavajo. Hey, pavo, hey, pavo, časarni pavajo. Hoin pavo vulnik, hoin pavo vulnik. Küketre salonik, küketre salonik. Tullamot hullatnám, tullamot hullatnám. Sziplányok felgyűjtnék, sziplányok felgyűjtnék. Majka, žalaš mome, il tatko, ili tvoj te brajha mome, komiti, ili tvoj te brajha mome, komiti. Žalaš ludo, il tatko. Tu gusi gušalam ludo, liberta. Tu gusi gušalam ludo, liberta. Ай, да не, да не, дай,
Цыгане любят песни, а песни простые. Цыгане любят песни, а песни удобные. Мама, 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 любит цыгана Яна. О, мама, 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 любит цыгана Яна. О, мама, мама, любит цыгана Яна. О, мама, 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 любит цыгана Яна. Цыгане любят кони, а кони непростые. Цыгане любят кони, кони вороные. Мама, 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 любит цыгана Яна. О, мама, 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 любит цыгана Яна. О, мама, мама, любит цыгана Яна. О, мама, 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 любит цыгана Яна. Цыгане любят вина, грузинская разлива. О, мама, 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 любит цыгана Яна. О, мама, 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 любит цыгана Яна. О, мама, мама, любит цыгана Яна. О, мама, 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 любит цыгана Яна. О, мама, мама, любит цыгана Яна. О, мама, 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 любит цыгана Яна. Thank you.
Daurila Budarga Rara Umi Shuna Umi Bacha Anles Rora Mita Ferra Anles Rora Ligula Devil, das ist von unserer aktuellen CD, die jetzt bald abgelöst wird von einer noch aktuelleren, ist das mein Lieblingslied. Das tut einfach gut. Ne? Also schön hell, wenn die Kinder jetzt immer mal wieder nicht aufgeräumt haben. O Devil hören, die Welt wird gut. Ja, jetzt auch wieder. Und das ist auch eine sehr gute Erholung für mich, weil jetzt, was als nächstes kommt, das geht schon an die Struktur von uns Musikern. Wir sind nicht umsonst die Band mit den meisten Physiotherminen. Gell, Frank? Ja, ja. Wir haben ein Dauerabo. Und dieses Stück ist mit dafür verantwortlich. Es bringt uns wirklich an die Grenzen unseres strukturellen Versagens. Viel Spaß. Thank you.
Kein besseres Stück dafür geben als ein russisches Roma-Lied. Das heißt Marjanja. Und die Marjanja, die ist sehr, sehr traurig und sie weint und klagt und das Leben ist bitter, weil sie nämlich verlassen wurde. Und ihr Herz tut weh und sie schreit es auf dem Dorfplatz hinaus. Und dann kommt ein Musiker nach dem anderen zu ihr und sie sagen Marjanja. Weine nicht. Marjanja, singe, lache und tanze und genieße das Leben so gut du nur kannst. Machen Sie das auch. Ay, le, shayoria,
наша Юрия. Тирики, Марджанджа, Марджанджа, Текела. Ay, lesha, yoria, pepora. Mezum Roma, Pedro, ma. Lesha, yoria, sucaria. Es amora, tequila. Ay, lesha, yoria, sucaria. Azamaro, azamaro, che lo que tequila. Lesha yoria, sucaria. Ande pane gadora. E gavenza pecora. Ande pane gadorane. Chitarenza pecora, le shayoria sucaria, ai le shayoria pecora, ma ginja tequila, tiriquetu le shayoria sucaria, ai le shayoria pecora. Wahnsinnsband. Jetzt habe ich es endlich gelernt. Feuer Verde, das grüne Blatt. Das grüne Blatt, ja. Das grüne Blatt. Und toll, dass ihr da wart, den Weg nach München auf euch genommen habt. Und wir wollen noch ein Stück vielleicht zusammenspielen. Davor noch die Ansage, die nächsten Streams sind am 10. Januar Quadro Nuevo, Neujahrskonzert mit aus Kairo, Bezem Darwish an der Oud, Paolo Morello, Latin-Gitarrist, Chris Gall, Piano und als Gast auch noch dabei Max Glas, Percussion. Dann haben wir Susi Weiß, Barpiano am 15.01. Dann haben wir Maget Kildan Ensemble und Jazz Friends, junge irakische Musiker mit Münchner Musikern gemischt am 17. und dann am 22. Januar Valentin Preisler Jazz Quintett. Was machen wir jetzt? Molo, ich freue mich, dass du mit uns mitspielst. Ein Stück aus unserer Zugabe, Djelem Djelem. Djelem Djelem, lungo nedro mesa, malarile. Care romesa
Vielen Dank fürs Zusehen. Nächste Woche geht's weiter mit dem großen Quadro Nuevo Neujahrskonzert mit Bezem Darwish an der Ut, mit Paolo Morello an der Gitarre, Chris Gall am Klavier, Max Glas an der Percussion und Quadro Nuevo. Dürft den Kanal gerne abonnieren, dann versäumt ihr nie wieder was von unseren